Erst von oben lässt sich das gesamte Ausmaß erkennen. Unter uns steht der zweitgrößte Windpark der Welt. 160 Windräder zählt Gwind Ymir, ein walisischer Name, der zu Deutsch Wind und Meer heißt. Man muss die regenerative Energie dort gewinnen, wo die Bedingungen optimal sind, lautet die Devise der Stadtwerke München. Die Küste von Nordwales gehört in puncto Wind zu den Spitzenreitern in Europa. Rund 13 Kilometer vor dem Strand von Abergele geht der Bau nun in die Endphase. Hier bläst es ganz schön und da draußen bläst es noch sehr viel mehr. Und Großbritannien fördert Offshore-Wind auch sehr stark. Anders als in Deutschland muss es auch nicht 80 Kilometer von der Küste weg sein, sondern wie man hier sieht, es reichen etwa 15 Kilometer. Also der Standort ist deswegen in vieler Hinsicht ideal geeignet. Hinter uns ist kein Festland bis Nordamerika. Hier haben wir den starken Wind vom Golfstrom über Großbritannien. Somit sind die Liverpool Bay und Nordwales ein idealer Standort für einen Windpark. Jede der 160 Windturbinen ist rund 150 Meter hoch. Die Wassertiefe hier 12 bis 28 Meter. Die Anlagen verteilen sich auf 79 Quadratkilometer. Das ist über ein Viertel der Fläche von München. Mit den Bauarbeiten wurde 2010 begonnen. Ende dieses Jahres werden wir fertig. Die Lebensdauer dieser Anlage beträgt 20 bis 25 Jahre, also weit in die 2030er Jahre hinein. Und dann werden wir sehen, wie wir den Betrieb verlängern können. Die installierte Leistung von Gwind Ymir beträgt 576 Megawatt. Der Park produziert so viel Ökostrom, wie alle 800.000 Münchner Haushalte brauchen. Der SWM-Anteil daran reicht für gut 240.000. Der mit dem Wind vor der walisischen Küste erzeugte Strom vermeidet den Ausstoß von 1,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Ein dickes Plus für unser Klima. Hier an dieser Stelle landen die Kabel unterirdisch an. Von dort geht es zum ebenfalls neu gebauten Umspannwerk in St. Asaph. Hier gelangt die regenerativ erzeugte Energie in den europäischen Stromsee, der dadurch sauberer wird. Der Strom, der geht jetzt hier erstmal ins englische Netz und das englische Netz ist Teil des großen europäischen Netzes, zu dem München letztlich auch gehört. Mit jeder Kilowattstunde, die wir hier einspeisen, muss irgendeine schmutzige Kilowattstunde aus dem Netz gedrängt werden. Also jedes Mal, wenn hier der Wind bläst und Strom erzeugt wird, muss irgendein Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerk runtergefahren werden. Die Gesamtinvestition von rund 2 Milliarden Euro teilen sich RWE Innogy mit 60%, die SWM mit 30% und Siemens mit 10%. Bereits seit einem Jahr läuft hier ein Teilbetrieb. In Spitzenzeiten haben hier 2000 Fachkräfte auf der Baustelle gearbeitet, über 1000 davon auf dem Wasser. Nach der Fertigstellung wird es 100 Langzeitarbeitsplätze hier in Nordwales geben. Da es sich um einen sehr, sehr großen Offshore-Windpark handelt, ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt in unserer Ausbauoffensive. Damit kommen wir nochmal nächstes Jahr einen ganz großen Prozentsatz weiter in der Abdeckung des 100%-Bedarfs, den wir ja für 2025 anpeilen. Wir wollen bis 2025 in eigenen Anlagen so viel Ökostrom erzeugen, wie München verbraucht. Und der Windpark, den wir im Hintergrund sehen, kann dazu schon einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. Bis Ende 2014 soll der Windpark Gwind Ymir seinen vollständigen Betrieb aufnehmen. Dann drehen sich die Windräder in der Irischen See auch für München. Da steckt gerade jemand.